Start war auf jeden Fall sehr, sehr früh heute Morgen. Ich glaube, einige mussten um 4 aufstehen, einige haben sogar die Nacht durchgemacht. Ja, hat super geklappt alles mit der Organisation. Im Terminal gab es halt einige Schwierigkeiten, war nicht ganz klar, ob Terminal 1 ist oder 2, aber es hat sich dann relativ schnell geregelt. Das Wetter ist hier echt top. Ich glaube, wir haben ungefähr 30 Grad tagsüber. Ja, man hat hier mal wirklich einen vernünftigen Sommer, nicht wie es in Hamburg so ist, wo es mal so wechselhaft ist. Ich glaube, die nächsten Tage soll auch um die 30 Grad werden. Also sind auf jeden Fall gute Bedingungen, die wir hier haben. Die Umgebung, das Land, also das, man merkt halt schon, dass das Land halt also ärmer ist, zumindest als in Deutschland. Und dass das auf jeden Fall hier noch am Wachsen ist, das merkt man auf jeden Fall. Aber die Halle hat mich wirklich positiv überrascht, das ist besser als in Hamburg. Und also mir wurde auch erzählt, sie ist erst vor 2 Jahren gebaut worden und man sieht das auf jeden Fall. Also es ist wirklich eine Top-Halle, die hat wirklich internationales Niveau. Also wir sind auf jeden Fall alle heiß, wir wollen das hier wieder rocken, wollen auf jeden Fall weiterkommen. Hauptrunde ist unser Ziel. Am besten wieder wie letztes Jahr, 9 Punkte. Also wir sind auf jeden Fall top vorbereitet. Sollte definitiv klappen morgen.